Hallihallo, meine Lieben, und heute geht es um die Lungenembolie. Wir klären mal, was das eigentlich ist, was eine Thrombose ist, was ein Embolus ist, wie es zu dieser Lungenembolie kommt, also welche Ursachen es da gibt und ob wir daran sterben müssen oder nicht. Das werden wir alles mal abchecken. Hier ist wieder Claudia Bignon, eure Ärztin für Notfallmedizin, und wir fangen hier bei den blauen Männchen an. Also grundsätzlich folgendes Geschehen ist hier zu beachten: Im Bein entsteht die Thrombose. Dann sieht man hier an dem Pfeil, der Thrombus wandert erstmal zum Herzen. Das Herz ist ja groß, da gibt es einen riesen rechten Vorhof und einen riesen rechten Ventrikel. Und von da geht es dann über die Lungenarterien in die Lunge, und da bleibt der Thrombus stecken, und dann habe ich die Lungenembolie. Also das ist mal das grundsätzliche Geschehen. So. Deswegen sollte jemand, wenn der morgens die Bettdecke wegschlägt und ein rechtes dickes Bein hat und ein linkes dünnes oder auch umgekehrt, unbedingt liegen bleiben, weil sobald der Patient aufsteht, flutscht der Thrombus in die Lunge. Also, schön liegen bleiben. Wer kriegt eigentlich so eine Thrombose? Das hat immer was mit den Fließeigenschaften des Blutes zu tun. Und zum Beispiel mit der Immobilität, also lange Bettlägerigkeit. Wir wissen das von Flugreisen, dass wenn jetzt jemand 12 Stunden lang im Flieger sitzt, ungeschützt, dass dann auch hier ein Thrombus entstehen kann, Patienten mit Gips. Und Schwangere kriegen sowas vielleicht auch, weil wir müssen denken, hier habe ich also die Venen, die transportieren ja das Blut zum Herzen, ganz normal. Und wenn jetzt hier im Bauchraum Druck ist, zum Beispiel hier auf der Vena cava inferior, der unteren Hohlvene, dann fließt das Blut hier langsamer und kann auch sein, dass das dann verklumpt. Sieht man hier schön in der Flebografie, diese Klümpchen da auch. Also die Vene hier sollte schön glatt und durchgängig sein, und sowas hier, das ist also, das sind Wüstetrompen sogar. Okay, also alles das, außerdem Pille und Rauchen, auch ganz schlecht. Da gab es mal vor einigen Jahren die Zeitungsmeldung von einer jungen Frau, die war so 26, ist von Australien nach London geflogen, steigt aus und 5 Minuten später ist sie tot, weil einfach sich hier dieser Thrombus gelöst hat, der durch die lange Flugreise entstanden ist. Also das sind so die Risikofaktoren, und wie gesagt, unbedingt nicht bewegen. Wenn jetzt so ein Bein dick ist, das weist immer auf eine Thrombose hin. Man sieht auch hier, die Haut ist ein bisschen rötlich und glänzig. Also es ist ganz ein eindeutiges Zeichen. Okay, so jetzt haben wir geklärt, wo die Thrombose herkommt und dass durch die Bewegung jetzt der Thrombus da hochschießt. Und jetzt schauen wir uns mal die Lunge an und gucken, wer stirbt jetzt und wer stirbt nicht. Hier nur mal auch so, um auf das Röntgenbild zu verweisen, was man machen kann. Das sind jetzt Anschnitte von Venen, von Arterien und Bronchien. Das kann man im Röntgenbild ganz gut sehen. Das interessiert uns jetzt aber nicht, sondern wir gucken hier, und da sehen wir auch wieder die Venen und beziehungsweise das venöse Blut, was aber in den Lungenarterien schwimmt. Hier habe ich einen Bronchus, hier habe ich arterielles Blut. Okay, also übers Herz kommt dieser Thrombus jetzt angeschossen. Und jetzt ist die Frage, bleibt der hier gleich am Anfang stecken? Dann ist der Patient tot, kann man nichts mehr machen. Bleibt der Thrombus, ist der klitzeklein und bleibt hier irgendwo an so einer ganz klitzekleinen Kapillare stecken, merkt der Patient gar nichts. Und es gibt auch die Lyse, die der Körper selber hinkriegt. Das heißt, dieser Mini-Thrombus kann aufgelöst werden. So, und wenn wir jetzt hier in so einem mittleren Bereich sind, dann gibt es den da. Das ist ein Zeichen dafür, das tut weh, und das kann man auch behandeln. Also Patient hat starke Schmerzen. Jetzt gibt es ja einen Rückstau des Blutes ins rechte Herz. Dann kommt es auch zu einer Halsvenenstauung. Es kommt zu einer Tachykardie, also bei jetzt einer
akuten Embolie, das Herz versucht also das Blut hier gegen diesen Embolus anzudrücken und weiter zu pressen, funktioniert aber alles nicht. So, und dieser Patient mit der Luftnot und diesen starken Schmerzen im Thorax und der Halsvenenstauung, den müssen wir sofort behandeln, zum Beispiel mit Heparin, um diesen Thrombus aufzulösen. Und der hat auch ganz gute Überlebenschancen. Okay, also jetzt hoffe ich mal, dass ihr das Grundlegende über die Lungenembolie schon verinnerlicht habt. Und wer möchte, kann auch noch Wörter nachgucken wie die Hyperkoagulopathie und die Virchotrias. Das wollte ich euch jetzt nicht zumuten, aber es geht grundsätzlich darum, wie sind die Fließeigenschaften meines Blutes von den Beinen zurück zum Herzen. Man trinkt vielleicht nicht genug und das Blut wird dicker, der Hämatokrit steigt an, wie im Flieger, wir bewegen uns nicht gut genug oder bei der Bettlägerigkeit, da wird die Muskelpumpe nicht aktiviert. Alle diese Dinge sind kontraproduktiv für den guten Blutfluss. Also wer mag, kann noch mal die Virchow-Trias angucken. Und ansonsten freue ich mich über Likes und Abonnenten und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao, ciao, eure Claudia Bignon.